Hallo und herzlich willkommen bei diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es darum, wie man im Tiefschlaf merkwürdige Zeichenfolgen mit der Tastatur auf dem Bildschirm schreibt. Mal im Ernst, es geht um die EQs in Bitwig, den EQ Plus, den EQ 5, den EQ 2 und den EQ DJ. Was man damit machen kann und wie man die benutzt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir los! So, machen wir das hier mal breiter. Und zwar habe ich hier ein kleines Stückchen vorbereitet. Und das klingt so. So, das ist das gute Stück. Und ich habe hier eine Kickdrum ohne Clap. Und ich möchte jetzt einfach mal gucken, was macht diese Kickdrum? Und dazu nehme ich jetzt einfach mal einen EQ Plus rein, aber ich mache das jetzt hier auf der Seite mit dem seitlichen Browser über Kategorie und wähle hier aus EQ und dann sehe ich hier alle vier EQs von Bitwig und dann nehme ich mir jetzt einfach mal den EQ Plus hier rein. So. So sieht das gute Stück aus. Ich erkläre erstmal, was man da genau sieht. Und zwar ganz normales Bitwig-Device mit einem Ein-Ausschalter, einem Preset-Knopf, der Name des Displays, der Name des Devices. Dann habe ich hier einen Knopf, um die erweiterte Ansicht mir hier anzeigen zu lassen, die große Ansicht. Hier kann ich wieder die Remote Controls, die Fernsteuerung ausfahren und hier kann ich meine Modulatoren umbringen. Umbringen? Unterbringen. So. Und hier habe ich einen Parameter, der heißt Shift und wenn ich da drüber gehe, steht hier Global Shift. Wenn ich hier jetzt dran rumdrehe, passiert hier gar nichts, aber wenn ich hier zum Beispiel irgendwelche EQ-Punkte setze und ich drehe jetzt hier, kann ich die hier mit verschieben. Das heißt, ich kann die dann auch mit einem, kann diesen Wert mit einem Modulator modulieren lassen, mit einem LFO und dann schiebt sich das die ganze Zeit hin und her. So. Dann habe ich hier einen Gain-Knopf und mit dem Gain-Knopf kann ich die Eingangssignale verstärken. Das heißt zusätzlich, dass ich hier mit irgendwelchen Frequenzbändern, die ich anhebe oder absenke, kann ich hier noch alle Eingangssignale, also alle Frequenzbänder verstärken oder abschwächen. So, dann habe ich hier noch einen Range und der Range hat als Werte plus 10, plus 20, plus 30 und das ist nichts anderes als die Dezibel. Lustigerweise steht jetzt nur, wenn man hier drüber geht, dass man das Ganze hin und her schieben kann. Okay. Aber wenn man über die Werte geht, sieht man unten in der Statuszeile hier unten, sieht man dann Display Range plus 10, plus 20, plus 30. Und diese 10, 20, 30 ist nichts anderes, als dass diese Vertikale, und hier sehe ich hier die plus 10 und die minus 10, quasi zusammendrücken kann, sodass ich, wenn ich hier etwas verstärke, eine Lautstärke anhebe, kann ich das hier, wenn ich das hier anhabe, bis zu 10 Dezibel machen. Wenn ich das hier anhabe, bis zu 20 Dezibel. Und wenn ich die plus 30 anmache, bis zu 30 Dezibel anheben. Das sehe ich auch hier unten an der Einstellung von dieser Bell-Filterkurve. So, und gleich die nächste Option ist hier der Adaptive Q. Und Q ist die Güte eines Filters. Und die Güte ist nichts anderes als die Breite des Frequenzbandes. Das heißt, mit dem Adaptive Q hier, wenn ich jetzt hier was hochziehe, dann ist das ein bisschen so, als wäre das wie so ein Kaugummi, den ich nach oben ziehe. Vielleicht sieht man das im kleineren Bereich besser, wenn ich das hier hochziehe und das Adaptive Q ist an. Ich habe das jetzt hier oben und jetzt schalte ich das aus. Dann ist der Frequenzbereich, die Q, die Güte breiter. Das heißt, das zieht das nicht so zusammen,
wenn ich das so möchte. Ich kann natürlich auch mit dem Mausrad die Queue ändern, die Güte ändern, oder ich kann das natürlich hier unten tun. Kann den Wert flacher machen, das heißt, es wird ein sehr breites Frequenzband benutzt oder verändert. Und wenn ich den Wert immer größer mache, wird das immer spitzer hier. Bis zu 40, genau. Doppelklick komme ich wieder zurück. Doppelklick hier drauf komme ich wieder zurück. Und mit einem Doppelklick hier drauf lösche ich das Ganze wieder. Hier in dem Display sehe ich meinen kompletten Frequenzband von 20 Hertz bis 10 Kilohertz, 20 Kilohertz hier oben. Das wird hier nicht angezeigt, aber also steht hier nicht, aber es wird angezeigt. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, was ich ja schon ein paar Mal gemacht habe, kann ich hier in diesen parametrischen EQ Punkte setzen. Und standardmäßig, wenn ich irgendwo hier mitten reinklicke, mache ich nochmal, hier reinklicke, kriege ich automatisch hier einen Bell-Filter ausgewählt, den ich nach unten oder nach oben ziehen kann. Das heißt, Frequenzen absenken oder anheben. Ich kann jetzt hier aber auch auf diese Funktion klicken und kriege eine ganze Reihe von verschiedenen Filterstärken. Ich kann die wieder ausstellen, dann ist er weg. Ich kann verschiedene Low-Cuts einstellen, Low-Cut-Filter von Low-Cut 1 bis Low-Cut 8, und die haben alle den Unterschied, dass der Low-Cut 1 zum Beispiel eine Flankensteilheit von 6 dB pro Oktave hat. Und das erhöht sich dann auf 12 dB, 24, 36, 48. Diese Slope oder Flankensteilheit, wenn ich jetzt zum Beispiel mal das hier nehme, ist nichts anderes. Ich habe ja hier auf der X-Achse habe ich ja meine Frequenzen von 20 Hertz, hier sind 100 Hertz, 1000 Hertz, 10.000 Hertz. Und je kleiner die Zahl, also bei 20 Hertz, desto tiefer der Ton. Je höher die Zahl, desto höher der Ton. Das heißt, ich habe hier auf der X-Achse habe ich, kann ich Oktaven, wenn ich hier das Ding hin und her schiebe, schiebe ich das in den Oktaven, also in den Noten hin und her, in den Frequenzen. Ganz einfach gesagt. So. Und in der vertikalen, der Y-Achse, da hebe ich ja die Frequenzen an oder senke sie ab. Das heißt, ich verändere die Lautstärke, die Dezibel. So, und wenn ich jetzt hier hingehe und habe zum Beispiel so eine Flankensteilheit oder so einen Slope von 6 Dezibel pro Oktave, heißt das, wenn ich hier 6 Dezibel, wenn ich hier, Entschuldigung, wenn ich hier eine Oktave runtergehe, sinkt die Lautstärke oder werden die Frequenzen insgesamt um 6 Dezibel gesenkt. Nehme ich jetzt ein Low Cut 2 mit 12 Dezibel, sieht man das gleich hier, dass die Kurve schneller runtergeht, weil pro Oktave werden dann 12 Dezibel gesenkt. Und so geht das natürlich weiter. Bei 24 Dezibel sieht es noch heftiger aus und dann entsprechend bei 36 und bei 48 Dezibel. So, das ist der Low-Cut-Filter. Das heißt, mit dem schneide ich die tiefen Frequenzen weg. Und zum Low-Cut-Filter kann man auch, gibt es auch den Begriff Low-Pass-Filter. Nee, falsch. High-Pass-Filter. Entschuldigung. Der Low-Cut-Filter schneidet die tiefen Frequenzen weg und alternativer Begriff dafür ist der High Pass, also er lässt die Höhenfrequenzen durch. Aber Low Cut Filter finde ich den treffenden Begriff. So, das nächste wäre ein Low Shelf. Und das Low Shelf ist zum Anheben von zum Beispiel hier hinten, wenn ich mit der Maus direkt hingehe, kriege ich automatisch einen Shelf-Filter angezeigt. Hier heißt er gleich Low Shelf, weil der für die Tieffrequenzen ist. Und hier heißt der High Shelf. Ich habe den auf beiden Seiten. Das heißt, wenn ich hier hingehe, kriege ich diese Vergabelung nach links. Und wenn ich auf der rechten Seite hingehe, kriege ich die Vergabelung nach rechts. Das heißt, je nachdem, wo ich mit meiner Maus bin, kann ich schon mal eine unterschiedliche
Filterkurve auswählen. Wenn ich jetzt hier anklicke, sieht man, okay, das ist jetzt so ein High Shelf, Low Shelf. Und hier kann ich natürlich dann auch wieder die Güte ändern und kann dann so eine ganz merkwürdige Filterkurve ziehen, zum Beispiel. So, und als weiteres Band haben wir, wie gesagt, den Bell-Filter. Den hat man ja ganz am Anfang zum Anheben und Absenken von Frequenzen. Außerdem gibt es das dann wie beim Low-Cut, den High-Cut-Filter. Und mit dem schneide ich ja auch High-Cut hohe Frequenzen weg. Den kann ich dann hin und her schieben. Und genauso wie bei dem Low-Cut-Filter gibt es hier auch unterschiedliche Flankensteilheiten, Slopes. Und die sind analog zu den Low-Cut-Filtern genau gleich von den 6 Dezibel pro Oktave, 12 Dezibel pro Oktave und so weiter. Und dann gibt es hier noch den Notch-Filter. Und der Notch-Filter ist ein Filter, der Frequenzen bis unendlich absenkt. Das heißt, der macht die dann einfach weg. Der löscht die aus. Und hier kann ich eigentlich nur mit der Frequenz hin und her schieben und die Güte, also die Frequenzbreite oder Bandbreite des Filters einstellen, was ich alles wegschneide. So, das ist der Frequenzbereich hier. So, und jetzt kann ich hier einzelne, wenn ich jetzt hier verschiedene Punkte gesetzt habe, kann ich mir die hier auswählen. Zum Beispiel ist im Punkt 1, das ist der, dieser hier, und kann den ausschalten. Beziehungsweise muss das hier auf Solo stellen. So. Und dann kann ich mir nur diesen Bereich anhören, den ich da gerade absenken möchte. Wenn ich das loslasse, ich kann das hier einstellen und kann dann auch hier zum Beispiel sagen, soll noch mehr absenken oder verstärken. Und dann höre ich nur diesen Bereich, quasi das hier raus, was da gerade spielt. Und wenn ich das wieder ausmache, höre ich wieder die komplette Kick. So. Und wenn ich hier auf den Analyzer stelle, kriege ich hier unten noch mehr Optionen. Das heißt, wenn ich das hier laufen lasse und jetzt mal so einen Low-Cut-Filter reinpacke mit einer hohen Flankensteilheit, dann sehe ich hier eine weiße Linie und einen grauen Hintergrund, eine graue Füllung. So, und das Ganze ist nämlich, sind die Signale. Das eine ist das Originalsignal, das graue, das Pre, das kann ich ein- und ausschalten. Und das weiße ist das Post, das heißt, das, was ich hier mit dem Equalizer mache, wird als weiße Kurve angezeigt. Ich kann aber auch beides komplett ausmachen. Wenn ich mich auf meine Ohren verlassen will und nicht durch ein visuelles Feedback getäuscht werden möchte, wenn mich das täuscht, wenn ich irgendwas einstelle, manchmal ist es besser, man guckt gar nicht hin, sondern man hört einfach nur, kann ich das hier auch direkt gleich ausstellen. So, von der Resolution, das ist die Auflösung hier, kann ich zum Beispiel sagen, eine kleine Auflösung, also eine sehr grobe Auflösung, oder ich kann eine höhere Auflösung machen, einstellen, und dann wird die viel detailreicher. Speed ist, wie schnell der Equalizer aktualisiert wird, also die Welle. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Very Fast gehe, dann ist sie ziemlich hektisch. Ich kann zum Beispiel auch auf Freeze gehen, dann sehe ich, was hier so maximal passiert, wenn ich das durchlaufen lasse. Oder ich gehe auf Slow, dann kann ich das so ein bisschen verfolgen. Oder Standard Medium und Medium. So.
Das kann ich hier direkt einstellen. So, jetzt gibt es aber auf der linken Seite im Inspektor noch einen Bereich. Und zwar sehe ich hier nochmal die verschiedenen Bänder hier aufgeführt, bis zu 8 Stück, die ich hier habe, beziehungsweise die ich hier sehe. Drunter sehe ich nochmal den Spektrum Analyzer und dann wiederholt sich das Ganze wieder mit dem Pre und dem Post hier unten. Die Resolution und der Speed. Dann gibt es diesen Tilt-Faktor. Da bitte ich dich, das Video, was ich hier noch verlinke, anzuschauen. Was ist Sound, Tilt und Phase? Da erkläre ich das lang und breit. Dann gibt es hier die Range. Und die Range ist nichts anderes, dass er sagt, okay, wir haben ja in der DAW den maximalen Lautstärke-Level von 0, also von minus 100 bis 0. Und die Range kann ich hier jetzt noch weiter runter drücken, falls ich in diesem ganz leisen Bereich sogar noch was hören will. Und wenn ich mir das hier anzeigen lasse und sage, ich will jetzt die noch leiseren Töne hören, sehe ich, wie die Welle so ein bisschen angehoben wird. Oder ich mache nur einen sehr geringen Dynamikbereich, den ich betrachte. So, Doppelklick ist wieder alles so wie vorhin. So, und dann habe ich jetzt hier noch eine Reference. Und mit der Reference könnte ich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich will ja mit der Clap zusammen, möchte ich ja gucken, wie teilen die sich. Ich mache mal hier den wieder hier auf Standard. Wie teilen sich diese beiden Instrumente die Frequenz? Und hier sehe ich ja im Moment nur die Kick. Und jetzt kann ich bei der Reference sagen, okay, gehen wir in die Drum Machine. Machen wir die Drum Machine auf. Und wo haben wir die Clap? Die müssten wir jetzt finden, die Clap. Snare 70s, die war doch irgendwo hier direkt daneben. Kannst ja nochmal, da steht Clap, Pre und Post. So. Wenn ich das jetzt laufen lasse, ihr seht ja, Reference ist so in so einem, was ist das, Flieder, Pink, irgendwie sowas in der Richtung. Wenn ich das jetzt hier mache, kriege ich hier wieder zwei Linien. Das Flieder ist die Clap und die graue mit der weißen Linie ist die Kick. So, und wenn ich jetzt wieder ein Low-Cut-Filter rein tue, dann sehe ich auch immer noch die Clap. Ich kann jetzt theoretisch, vielleicht die falsche Seite, ich gehe von der Seite hin und mache die Kickdrum so ein bisschen aus dem Bereich der Clap raus und sehe jetzt, okay, hier findet die Kickdrum noch statt mit der weißen Linie. Kann natürlich jetzt einen ziemlich hart abschneiden. Und jetzt habe ich hier die Kickdrum und hier habe ich die Clap. So. Eine Sache muss man aber aufpassen, wenn man solche Sachen abschneidet und so ganz sauber Frequenzen trennen möchte, ist, die Kick klingt im Original nämlich so. Die hat so einen hohen Klickton. Und wenn ich den EQ jetzt genauso einstelle, wie ich ihn hier habe, ist der Klickton weg. Dann habe ich nur noch das dumpfe Kick-Trumming. Ich mache nochmal den EQ aus. Da ist das Klicken. So. Und das Klicken brauche ich unter Umständen, damit die Kick-Drum im Mix dann auch schön hörbar ist oder auf kleinen Lautsprechern gut hörbar ist. Dieses Klicken in der hohen Frequenz. Das heißt, ich kann den eigentlich gar nicht so abschneiden, wie ich das hier gemacht habe. Mir ging es jetzt einfach darum, zu zeigen, dass ich mit dieser Reference einfach noch ein zweites Instrument mir hier anzeigen lassen kann, damit ich sehen kann, wo überschneiden sich die Frequenzen gut. So. Und wunderbar. Ich könnte jetzt einfach noch hingehen, weil ich sehe ja bei der Clap, die ist auch hier unten aktiv, wo die Kickdrum ist. Und eigentlich macht das nicht wirklich viel Sinn. So, die Kickdrum, was ich hier machen kann oder was ich eigentlich immer mache,
ist, ich mache auch bei einer Kickdrum ein Low-Cut-Filter hin und den packe ich immer so irgendwo zwischen 40 und 60 Hertz, weil das auf den meisten Boxen ziemlich dröhnt, weil die eine Bassverstärkung haben. Und würde der Track jetzt in einem Club gespielt werden, wird es wahrscheinlich da die Subwoofer um die Ohren fliegen, wenn die haben aber sowieso EQs am Start, damit das eben nicht passiert. Aber die meisten Tracks haben unterhalb von 40 Hertz, 50 Hertz, 40 Hertz eigentlich nicht mehr viel Frequenzen am Start, beziehungsweise wird das hier so abgeschnitten. Muss halt genau hinhören, wie stark sich die Kick dann einfach noch verändert. Wie hoch kann ich das ziehen? Und ich höre halt schon bei 40 Hertz, dass die sich verändert. Man könnte jetzt höchstens überlegen, ob man steilere Flanke nimmt. Aber die wird halt jetzt schon mal anders, ne? So. So, und jetzt möchte ich aber die Clap, die hier ja auch unten mitspielt. Gehen wir mal zur Clap rüber und so. Machen wir die mal zu. Das Instrument brauche ich ja nicht sehen. Und jetzt nehmen wir jetzt hier wieder so ein EQ Plus. Und sehe jetzt hier die Clap. Allein nur die Clap. Könnt jetzt auch mal den Kickdrum ausmachen. Und jetzt kann ich einen Low-Cut-Filter nehmen und die einfach hier so ein bisschen dicht machen. Verändert sich natürlich so ein bisschen im Sound. Ich kann jetzt natürlich auch noch folgendermaßen machen. Würde die Clap, wobei die spielt nicht immer gleichzeitig mit der Kickdrum. Und jetzt könnte ich ja zum Beispiel hier einfach so einen Sidechain hinmachen, einen Audio-Sidechain, Modulator reinnehmen und nehme als Device-Input die Drum Machine und da nehme ich die Kick Post. So, und jetzt muss ich die natürlich auch wieder mit reinschalten. Okay, da habe ich die falsch erwischt. Das ist er. Nee, Moment. Wo ist meine Kick? Nee, das ist doch. Das ist ja lustig. Eigentlich ist das hier die. Aber das ist doch die. Ich bin jetzt verwirrt. So, ich mache die jetzt einfach mal die Clap aus. Und jetzt müsste ja eigentlich nur noch die Kick kommen. Ist die Kick so hoch? Na, eigentlich ist sie so hoch, ne? So, und jetzt kann ich mir hier diesen Bereich mit der Audio Sidechain, da habe ich ja auch ein Tutorial zugemacht, auswählen, kann den Input noch verstärken, damit diese Welle hier ordentlich ist und kann jetzt diesen Punkt, diese Frequenzband modulieren. Das heißt, ich kann die jetzt jedes Mal, wenn die Kick da reinschlägt, mache ich die Frequenz da unten frei. So, und wenn ich mir das jetzt hier zusammen mit der Kick nochmal. Quatsch. So. Dann mache ich einfach eine Audio-Sidechain mit der Frequenz.
So. Als nächstes gehen wir einfach mal hin und machen mit diesem Bereich machen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Moment, wir haben ja hier den EQ, dann nehmen wir den EQ 5 hier und machen ein bisschen damit. Der EQ 5 hat 5 Frequenzbänder, ist auch wieder ein normales EQ-Device, also mit Ein-Aus-Preset, der Name, dann die Expanded View, also erweiterte Ansicht, die große Ansicht, die Fernsteuerung, die Modulatoren. Und dann sieht er so ein bisschen anders aus, ist aber eigentlich ziemlich ähnlich, außer dass er nur 5 Bänder hat. Aber komme ich gleich noch dazu. Und die können maximal nur um 24 dB angehoben oder abgesenkt werden. So, ich habe zur Auswahl hier weniger Optionen. Ich habe einen High-Pass-Filter, heißt das hier, was vorhin Low-Cut hieß, mit zwei Flankensteilheiten, 12 und 24. Ich habe einen Bell-Filter und ich habe einen Low-Shelf. Und das wiederholt sich hier nicht. Ich habe hier einfach einen Bell und einen Notch, macht ja hier auch am meisten Sinn. Und bei dem letzten habe ich einen Low-Pass-Filter mit zwei Flankensteilheiten, zwei Slopes, was bei dem EQ Plus High-Cut hieß. Bell und High Shelf. Und bei den anderen habe ich hier natürlich wieder Bell oder Notch Filter, kann hier die ein- oder ausschalten. Das heißt, Bell hier hoch und runter oder einen Notch Filter mit quasi ausschalten. So, Doppelklick bringt mir das Ganze wieder in die Mitte. Dann habe ich die ganzen Werte hier, also das Absenken und das Anheben in dB. Dann kann ich hier in der Frequenz hin und her schieben, den Punkt. Und die Güte kann ich hier auch wieder ändern. So. Des Weiteren habe ich hier einen Global Amount und dieser Global Amount Schalter macht nichts anderes, als wenn ich hier Frequenzen anhebe oder absenke. Dann kann ich mit dem Global Amount, der hier auf 100% stehen, diese Anhebung und Absenkung quasi zu einem gewissen Prozentsatz abschwächen, bis hin zu 0. Das heißt, wenn ich den hier auf 0 stelle und ich habe hier nur Anhebung und Absenkung, kann ich den auch ausmachen. So ungefähr der gleiche Effekt. Das betrifft Anhebung und Absenkung, aber nicht, also Bell-Filter, aber nicht die High-Pass- und Low-Pass-Filter. Die betrifft das nicht. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen Low-Pass-Filter mache, um die besser abzuschneiden und gehe mit dem Amount hier auf 0, werden die Bässe ja trotzdem noch abgeschnitten. Also betrifft nur diese Bell-Filter hier. Das heißt, was ich hier anhebe oder was ich hier absenke. So. Dann habe ich hier einen Shift-Schalter. Das ist wie beim EQ Plus. Wenn ich den hin und her schiebe, verschiebt sich das hier alles. Ich sehe es nur nicht. Aber es verschiebt sich trotzdem. Kann das ja nachher gleich mal machen, wenn ich hier so ein paar scharfe Filter ranpacke. Wie so ein, machen wir den vielleicht auch nicht verstärken, sondern nur abschwächen. Verschwächen ist auch nicht schlecht. So wie so ein Kamm hier. Den machen wir vielleicht nicht ganz runter. Und habe ich hier, ja, habe ich hier auch nochmal einen Bell und den mache ich auch nochmal so. Das heißt, ups, wenn ich diesen Shift hin und her schiebe, verschiebt sich dieser Bereich hier dann auch. Das sehen wir gleich. So, und dann habe ich hier wie bei dem EQ Plus auch so einen Schalter, der heißt Both. Das heißt, ich kann hier einstellen, dass ich das Original-Eingangssignal sehe. Wenn ich das hier mal anmache, sehe ich hier in Grau das Eingangssignal und mit der weißen Linie sehe ich dann das veränderte Signal. Und das kann ich ja sagen, ich will gar nichts sehen. Ich will nur das Eingangssignal sehen.
Ich will nur das Ausgangssignal sehen. Oder beide wieder. Wenn ich den Shift jetzt hin und her schiebe. Das sieht man ein bisschen an dem weißen Signal, wie sich dieser Kamm hin und her schiebt. Vielleicht kann ich da ja noch ein Spektrum hinten dranhängen. Dann sieht man das vielleicht besser. So ein bisschen sieht man das. Aber okay. Das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, aber es ist so, glaubt mir das. So, und ich kann jetzt hier auf dem EQ5, kann ich jetzt im Inspektor auch wieder die Auflösung ändern, von Small bis Huge, und die Aktualisierungsgeschwindigkeit der Frequenzen hier auch wieder von Very Fast auf Freeze umstellen, zum Beispiel. Oder auf Slow. Oder halt auf Medium lassen. So, und das kann ich mit dem EQ5 machen. Das heißt, ich habe ähnliche Funktionalitäten, ein paar Bänder weniger. Und der große Vorteil ist, ich kann hier halt diesen Amount einstellen. Also diese Absenkung und Anhebung kann ich hier nochmal sagen, okay, nicht ganz so heftig, wie ich das ursprünglich eingestellt habe. Da muss ich nicht jeden einzelnen Punkt nochmal neu nachziehen, sondern ich kann einfach mit diesem Amount-Regler das regeln, beziehungsweise auch alles modulieren, was hier so rumläuft. So, und jetzt kommen wir zu dem EQ2. Und ich habe nämlich hier einen Effektebus. Und auf den Effektebus, auf den Reverb, da schicke ich mein Polymer. Das hier. So, und jetzt habe ich hier einen, auf dem Reverb, habe ich den Reverb. Und mir ist der Reverb hinten raus so ein bisschen zu viele Höhen, zu metallisch. Und dann kann ich zum Beispiel hingehen. Ich mache immer wieder diesen Browser auf. Nehme mir einen EQ2, lege mir den hier ran. Mach mal hier. Der EQ2 hat keine Einstellung im Inspektor, deshalb mache ich den jetzt hier gerade mal zu. Und bei dem EQ2 sage ich dann einfach, okay, ich will einen Low Pass. Und da habe ich ihn schon. Der EQ2 ist relativ einfach aufgebaut. Das ist so eine ganz vereinfachte Version von dem EQ5 mit ein paar Werten, paar Einstellmöglichkeiten weniger. Und ich habe hier halt High Pass, Bell und Low Shelf und hier gleich ausgemacht im hohen Bereich ein Low Pass, zwei Möglichkeiten Bell und High Shelf. Ich kann die ausmachen, was ich hier gerade aus Versehen gemacht habe. Das heißt, ich habe einen EQ mit zwei Bändern, die ich einstellen kann. Und die kann ich natürlich auch hin und her schieben. Ich kann das natürlich auch hier modulieren. Ich habe hier meine Fernsteuerung halt auch. Ich kann hier Presets aufrufen. Es ist alles da, was ich will, nur alles in kleiner. Und einfach nur mal so einen High-Cut zu machen oder einen Low-Cut zu machen, eignet der sich wunderbar. So, und wenn ich den jetzt mal ausmache, dann klingt der Reverb so. Beziehungsweise ich kann ja nur mal den Reverb laufen lassen. Klingt ja einfach viel, ich finde, viel netter, so in dem Zusammenhang auf jeden Fall. So, das war jetzt EQ Plus, EQ5 und EQ2 oder EQ2.
Und jetzt gibt es noch den EQ-DJ. Und ich ziehe den hier einfach mal rein, ohne den wirklich hier gerade mal zu benutzen. Der EQ-DJ hat drei Bänder und die sind gleich aufgeteilt in ein Low-Pass, in einen Band-Pass und in einen High-Pass-Filter. Wie man das vielleicht so von der Stereoanlage kennt oder von einem DJ-Mixer-Pult, kann ich dann hier jetzt die entsprechenden Frequenzbereiche anheben. Das heißt, ich habe hier so einen tiefen Bereich, der geht bis 339 Hertz gerade, kann den auch hin und her schieben oder hier mit der roten Linie hin und her schieben. Und ich habe einen hohen Bereich, den kann ich hin und her schieben und der mittlere Bereich ergibt sich aus tiefen und hohen Bereich. So, der EQ-DJ hat auch keine Einstellung hier im Inspektor. Und das war der im Prinzip schon. Und aber was man mit dem gut machen kann, weil man sagt jetzt, okay, warum brauche ich jetzt so ein Dreiband EQ und warum heißt der DJ? Und zwar, wenn ich jetzt hier mal umschalte und ich habe mir jetzt zum Beispiel hier eine Spur aufgemacht, die heißt Playlist und die schalte ich jetzt einfach mal auf Solo. Und ich kann mit dieser Playlist, das muss ich mir gerade nochmal, habe ich das schon eingestellt? Ja, habe ich schon eingestellt, wunderbar. Und ich kann jetzt hingehen und kann mir jetzt hier tatsächlich eine Playlist reinlegen von verschiedenen Liedern und kann mit diesem EQ-DJ nämlich zwischen diesen Liedern hin und her schalten. Das heißt, ich habe hier eine Spur mit verschiedenen Titeln, die ich hier reinpacke. Und da habe ich eine zweite Spur, ein zweites Turntable, wo ich mir die Lieder, die ich rein tue, in Abwechslung mit der ersten Spur. Das heißt, ich kann jetzt mit Bitwig hier einfach, wenn ich hier unten das AB einschalte, hier unten rechts, so, kann ich hier zusätzlich sagen, die Spur A ist die A-Seite, die A-Turntable, und die Spur B-Seite ist die B-Turntable. Normalerweise ist das hier alles auf Mitte. Und wenn ich hier AB angemacht habe, kriege ich überall dieses A, Mitte, B. Wenn das auf Mitte steht, spielt das immer. Und so kann ich das sagen, das ist von einem Fader, der nämlich hier ist, wenn ich es hier rüber schiebe, spielt nur noch alles das, was A ist und alles das, was B ist. Man kann das natürlich auch mit den normalen Tracks benutzen, aber ich sag mal so, diese Playlist, die man sich hier erstellen kann, ist wahrscheinlich vermutlich der häufigst gewählte Weg. So. Und ich habe hier jetzt an meinem Push, habe ich meinen Fader oder meinen Pitchbend quasi so konfiguriert, dachte ich, dass der den Fader benutzt. Hier, und ich will, dass der auch tatsächlich den richtigen Fader benutzt, aber da muss ich wahrscheinlich auf Master gehen. Und Moment, Map to Controller, okay. So, und jetzt kann ich das mit meinem Pitchbend Fader hin und her faden. Und was ich natürlich noch machen kann, ich kann mir diese Filter auch noch mappen. So, und das mache ich jetzt gerade mal. Das war jetzt erst A und jetzt gehe ich auf B. Da habe ich mir schon die DJs reingezogen hier. So, und jetzt kann ich, wenn ich auf der B bin, das mit meiner Kontrolle hier machen. Oder ich kann das auch mit der Maus hin und her schieben. So, und kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt komplett auf B oder ich bin komplett auf A. Gehen wir hier auf A rüber, da haben wir auch alles auf relativ normal. Auf B schalten wir wieder alles normal. Na, geht das nicht? Normalerweise geht das. So. Das heißt, es spielt jetzt nur der A-Track. Wenn ich jetzt diese Szene starte, starte ich beide Songs. Beziehungsweise den kann ich ja
erstmal stoppen und kann jetzt hier mit den verschiedenen Bändern arbeiten. Abschwächen. So, und ich kann auch beide gleichzeitig laufen lassen. Ich habe jetzt alle einfach nochmal gestartet. Lass das hier mal laufen und fade zum Beispiel mal den zweiten Track noch mit rein. Und lass jetzt einfach mal beide gleichzeitig spielen. Klingt furchtbar, aber es geht. So, ich erlöse euch. So, und so kann man diesen EQ-DJ quasi für sowas verwenden. Natürlich kann man den auch für andere Sachen verwenden. Man könnte einfach sagen, okay, ich brauche jetzt drei Bänder und das ist für mich am einfachsten. Aber so von der, sag mal, vom Gebrauch her von diesen Dingern ist es für das wohl wahrscheinlich am geeignetsten. So, das war mal wieder ein sehr langes Tutorial, aber es waren ja auch vier EQs. Sehe ich das richtig? Vier EQs, genau. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die EQs näher bringen, so ein bisschen auch die Unterschiede zeigen, beziehungsweise auch die Gemeinsamkeiten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.